Yo Leute, servus und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video auf meinem Kanal hier auf Coole Socke. Ja, es geht wieder weiter mit DE Sykurax. Ich habe ja letztens noch ein kleines Ankündigungsvideo dazu hochgeladen, beziehungsweise ein kleines Comeback-Video könnte man so nennen. Ja, was bei vielen cool angekommen ist, also 40 Likes ist eigentlich relativ nice, finde ich, für meine Verhältnisse. Wobei 22 Dislikes, ja, mein Gott, ganz ehrlich, mich juckt das mittlerweile gar nicht mehr. Also stört es mich ehrlich gesagt nicht, wenn ihr das disliked oder irgendeine Scheiße drunter schreibt, weil ich mache das zum Spaß und ich kann auch jederzeit zum Spaß wieder aufhören. Nee, also das wird jetzt auch, weil einer meinte so, wie viele Comebacks müsst ihr euch noch machen? Und ich habe gesagt 10, aber es war natürlich Ironie für die, die es nicht verstanden haben. Ich habe eine neue Facecam, ich habe es euch ja versprochen gehabt auf dem anderen Kanal. Und ja, wie gesagt, ich habe jetzt hier meine neue Facecam, ich glaube, sie heißt irgendwas mit C510 Logitech, ich glaube, irgendwie sowas. Ist auf jeden Fall recht nice, also nimmt in 720p auf, Autofokus, also wenn ich jetzt hier mich so hin und her bewege, dann seht ihr es auch, dass ich das Ganze automatisch fokussieren sollte, normalerweise. Und ja, wir sind auf DE jetzt halt unterwegs, wieder auf Sykurax, vielleicht für die, die sich jetzt halt wundern, wo ich jetzt halt eigentlich den Charakter her habe. Das ist jetzt halt mein alter, also ihr wisst vielleicht noch, der 75er-Account von Daimos damals, mein Coole Socke-Account, den habe ich jetzt hier rübergenommen und weil Coole Socke schon, oder ich habe ihn nicht rübergenommen, sondern Lukas hat ihn damals mit rübergenommen auf Sykurax und er hat damals Firechip genommen, weil er hatte auch einen Account, der hieß Icechip und keine Ahnung, er heißt jetzt eben Firechip, mein Gott. Ist dann, denkt man, Name sollte ja nicht ausschlaggebend jetzt halt für einen Char sein. Also, bluh, ja. Vielleicht ein paar Grundinfos zu dem Account. Der hat, wie ihr sehen könnt, Aura Aura P. Shadowable G1 und Kampfrausch bald auch G. Da fehlen noch 4 FBs. Gucken, vielleicht haben wir gleich einen Kampfrausch FB gedroppt. Nein, haben wir nicht. Schade. Hass plus 2 auch nur. Naja. Hat ein bisschen EQ noch drauf, also easy going, easy life natürlich, ihr wisst das ja. Und ja, was würde ich hier erwarten? Also mit Firechip auf jeden Fall PVM, weil der Char ist verskillt. Wenn ihr mal die Skills nachlest oder mal nachzählt, 75 Punkte oder Level 75 und 0 verfügbare Punkte mehr, da denkt ihr euch schon, irgendwas könnte doch da wohl schiefgelaufen sein. Ja, also wie gesagt, ist leider verskillt, deswegen wird er nicht höher gelevelt wie 75, aber für 75 zum Farmen reicht er ja. Gut, ansonsten weiß ich noch nicht, ich werde vielleicht eine neue Klasse, vielleicht werde ich den Lucaner mal anfangen, wenn ihr Bock drauf habt, wenn nicht, dann halt nicht. Ich bin da relativ frei, was das Ganze jetzt halt betrifft. Außerdem möchte ich noch eine Serie, werde ich einbringen, oder möchte ich einbringen, was sich damit beschäftigt, dass wir quasi, also für die, die es gar nicht wissen, oder noch gar nicht wissen, ich hatte mal vor, einen P-Server zu machen, ne? Also einen P-Server, wisst ihr ja noch, und ich hatte ja ewig lang keinen Server. So. Aber ich habe jetzt halt einen Kumpel von mir, der hat jetzt halt einen Server, oder der hätte halt noch einen Server. Und er meint zu mir, ey Tobi, du hast doch noch ein Konzept. Ich so, ja, ich habe noch ein Konzept. Und er meint dann so, ja, du hast die Idee, ich habe den Server, lassen wir das zusammen machen. Ich so, ja klar, gar kein Problem. Ich wollte das ja immer schon gerne machen. Ich habe, ihr wisst ja damals, ich habe ja gesagt, das scheitert eigentlich bei mir nur am Server. Und ja, er hat mir jetzt eben den Server zur Verfügung gestellt. Ich habe den Server jetzt, oder ich weiß noch nicht, wo er ihn hat. Ich habe ihn jetzt noch nicht, oh, da hinten ist ein Stein, dankeschön. Ich habe ihn jetzt halt noch nicht aufgesetzt. Ist noch gar nichts geschehen, aber wir haben auf jeden Fall schon mal, warte, habe ich das Richtiges drin? Ja. Wir haben den Server auf jeden Fall schon mal, also wir haben einen sicher. Und wir werden den die nächsten Tage angehen. Ich habe jetzt halt am 25. noch Zwischenprüfung, hatte heute eine Schulaufgabe, am Donnerstag eine Schulaufgabe, nächste Woche Ferien. Also beziehungsweise ich nehme halt frei, weil da Ferien sind. dann Zwischenprüfung, dann am 13. noch eine Schulaufgabe und dann ist erstmal Pause. Und ich denke mal, dann werden wir auch ein bisschen effektiv dran arbeiten können. Denke ich mal, wird recht nice. Stängenschaman, ach crap, FB. Ich möchte auch jetzt noch nicht zu viel verraten. Einfach nur, weil Gründe. Nee, also ich möchte extra dann eine eigene Serie daraus machen, dass ich immer in den Let's Plays was zu erzählen habe, was es halt zu geben wird auf dem Server. Und dann machen wir die Files und denke mal, könnte ganz lustig werden. Was ich vielleicht schon mal verraten kann, es wird kein Oldschool und kein Newschool Server. Also so eine Mischung aus beiden. Also quasi, wer ist das? Middle School? Middle School heißt es, ja. Middle School heißt es. Middle School? Ja, doch. Oh mein Gott.
Ich bin jetzt noch so ein bisschen Brain-AFK, also AFK. Einfach nur, wir haben halt Schulaufgabe geschrieben und noch eine extra schön in der 8. Stunde reingedrückt bekommen von unserem Lehrer, den wir alle natürlich super leiden können. Also der ist wirklich, der ist, also wenn der meine Videos gucken würde, ich würde sagen, der ist echt top, aber ist er halt leider nicht. Und ja, deswegen wundert euch nicht, ich auch das erste Mal seit hier, ich mache es jetzt nicht so wie in den Streams, ich sage, ich nehme jetzt halt mit OBS oder so auf, weil ich weiß nicht, in OBS ist die Qualität immer so kacke, finde ich jetzt halt, wenn ich aufnehme, die ist so ein bisschen pixelig noch, deswegen mache ich das mit Fraps, die Webcam, also du wirst die da oben, da, die Webcam, nehme ich nebenbei mit Windows Movie Maker auf, da habe ich sogar jetzt halt auch mal eine Zeitangabe, also ich sehe jetzt halt wirklich, wie lange ich dann aufnehme und das Ganze schneide ich dann in Sony Vegas zusammen. Also was heißt zusammenschneiden? Das sind einfach nur zwei Ebenen und die eine Ebene machst du kleiner und schiebst du halt in die Position, wo du es haben willst. Oh, Hass plus 3. Also heute haben wir echt Glück. Wenn wir jetzt noch einen vierten Stein finden und wir einen Hass plus 4 droppen, wäre das auch cool. Drachenwirbel brauchen wir nicht. Ja. Also wundert euch nicht, vielleicht wenn das noch so ein bisschen so eine Sekunde oder so asynchron ist. Ja, wundert euch einfach nicht. Ist halt dann einfach so, kann man dann auch nicht ändern. Ah, den Stein hier haben wir jetzt ja gemacht, dann brauchen wir hinterher gar nicht mehr reiten. Oder? Nein, brauchen wir nicht mehr. Hier oben können wir jetzt noch gucken. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt dann noch umlogge oder ob ich jetzt erstmal das so als kleines Informationsvideo, Ankündigungsvideo Sygorax Part 6 bringe. Weil ich habe mal geschaut, ich habe ja 4, 1, 2, 3, 4, 5 noch auf dem Kanal. Und jetzt mache ich jetzt einfach mit 6 weiter. Wird auch ein bisschen was kommen, also kein Ding ist, ich werde es jetzt nicht wieder aufhören, weil ich werde es mir nicht jeden Tag oder regelmäßig ein Video hochladen können. Weil es einfach manchmal echt stressig ist und ich manchmal auch wirklich, ehrlich gesagt, keinen Bock auf die Ehe habe. Weil die Ehe ist immer so eine Sache, du brauchst wirklich Bock dazu, dass du das was aufnehmen kannst. Ansonsten wirkt das so scheiße, meiner Meinung nach. Und ja, Livestreams werden kommen, CSGO-Streams auch, für die, die trotzdem halt MT2 gucken wollen, Pech gehabt. Manchmal kommt auch CSGO, weil ich ja hauptsächlich nur noch CSGO spiele. Aber DE-Streams oder sowas kommen auch noch. P-Server jetzt in nächster Zeit erstmal nicht mehr. Weil immer, wenn ich irgendeine P-Server anteste, sei es jetzt nur, wirklich nur aus Spaß oder zum Beispiel so mit Robin aus Langeweile, dass wir sagen, wir spielen jetzt einfach mal Laria, weil wir halt einfach nur Bock was hatten, was aufzunehmen, dann kommt sofort wieder die Leute, die rummeckern, ja, Socke, du machst das ja eh nur, weil du P-Server, weil du Promo oder so einen Scheiß haben willst. Und ich so, ja gut, dann machst du halt erstmal keine P-Server, dann checken sie halt auch, dass du einfach nichts dafür kriegst, weil ich krieg eigentlich im Normal fahre ich nichts für diese Videos. Einfach nur, weil ich sage, ich mache das aus Spaß und nicht, dass ich sage, ich muss jetzt was aufnehmen, weil ich dann Zähne dafür kriege oder sowas. Keine Ahnung, ich weiß ja nicht, was die anderen YouTuber, die jetzt halt auch noch aktiv P-Server spielen, oh, Ninja plus 2, schade, die aktiv irgendwelche P-Server noch bringen, wie viel die verdienen. Ich habe da keine Ahnung, weil mir das ehrlich gesagt zu blöd ist, mich dazu beschäftigen. Auch ich habe keine Lust, mich da auf ePvP oder sowas, mich in irgendwelche Server in den Arsch zu schleimen und sagen, ey, bitte nimm mich doch für eure Promo, ich will doch nur Kohle oder sowas. Also nur an die, die dachten, hier Socke kriegt für jeden Part irgendwie, keine Ahnung, 10, 20, 50, 100 Euro. So ist das leider nicht, meine Freunde. Auch an die Hater, schönen Gruß, ist leider nicht so. Wir haben jetzt noch 8 Minuten und 30. Was könnten wir jetzt noch machen? Schauen wir noch schnell in den Geisterwald, weil ich habe jetzt nicht Lust, mich extra umzuloggen. Ja, schon noch in den Geisterwald, wenn wir es zeitlich schaffen. Vielleicht an dieser Stelle noch ein Gruß an Score. Mein Beileid wegen deinem Main. So viel, wie ich da mitgekriegt habe, hast du irgendwie, ich weiß nicht, wegen Spam, glaube ich, hast du ja Permaban gekriegt auf deinem 90er und auf Contralegium ist mir so zu Ohren gekommen, also quasi zu meiner Buff, die ich dir damals geschenkt habe. Richtig schade auf jeden Fall. Aber naja, kann man nichts machen. Was wir auch machen könnten, wir könnten mal gucken, warte mal. Was haben wir? Wo ist es? Tagebuch und Lecke fehlen, der macht eigenen Schutz. Flammengeisterin-Identität war das gerade, ne? Nein, keine Flammengeister möchte ich nicht machen. Ich brauche die mit den Bäumen. Reduziere die Kampf der Kampftiger. Nein. Ja. Ich weiß, kriegt man die dann nur, wenn man die im Dings annimmt? Ich weiß es gerade gar nicht. Und Flammenkrieger. Ich glaube, wenn du die im Feuerland machst, kriegst du echt nur Feuerland-Dinger. Töte 60 Flammenkrieger. Machen wir das jetzt noch schnell oder machen wir... Ich weiß gar nicht, was man da als Belohnung kriegt. Komm, wir machen die schnell, die 60 Flammenkrieger, weil ich echt nicht weiß, was du da als Belohnung kriegst. Das würde mich jetzt mal wirklich interessieren. Weil ich das nicht weiß. Vielleicht wäre vielleicht auch mal für euch interessant, wenn was Gutes rauskommt. Kann man das ja bestimmt empfehlen, dass sich das lohnt. Ich weiß nicht, was kommt da raus? Ich glaube, aus jedem Missionsbuch kriegst du ja
ein Seeli, nicht ein Seeli, sondern ein FB, glaube ich, so viel wie ich jetzt weiß. Ich habe echt keine Ahnung, ich habe die Missionsbücher früher mal nie gemacht. Ich denke mal, 60 Flammenkrieger sollten jetzt auch relativ. Oh, haben wir alles an? Ja, wir haben alles an. Relativ fix gehen. Wie viel haben wir jetzt? 17, 13. 13 haben wir jetzt. Ich komm scheiß auf das Young, was da liegt. Ich glaube, wir pullen aber gleich erstmal hier in der Mitte. Kloppen uns hier schnell durch. Das sind wieder 1, 2, 3, 4, 5. Glaube ich, 5 sind es, ja, 5. Hau mal den Autoport auch mal rein. Ey, da müssen wir nicht, dann nicht porten, weil das ist schon auf Dauer ein bisschen nervig. Was ich auch gesehen habe, Cranky Capone macht es ja Singapur-Videos. Finde ich echt ganz lässig. Ich habe ja früher auch mit Singapur angefangen. Ich bin auch durch Singapur einigermaßen bekannt geworden, sage ich jetzt einfach mal. Ich war damals ja auch, glaube ich, einer der ersten, der Singapur wirklich Let's Play tat, weil danach kam Taube auf Singapur, danach kam Schnulli kam auf Singapur. Schnulli, übrigens auch Gruß an dich, falls du das Video siehst. Der könnte jetzt auch mal wieder gerne was öfters hochladen. Ich habe deine Videos eigentlich früher mal gefeiert. So mit Ninja-Modus damals, wo du auf Sykax noch gefarmt hast. Oder Ninja Turtle, glaube ich, was. Ich weiß nicht mehr, was es war. Was mit Schildkröten auf jeden Fall. Ja, und auf jeden Fall finde ich recht lässig, schaue ich mich immer regelmäßig an, die Parts von Cranky. Was ja auch echt cool ist, dass er jetzt wieder aktiv Videos bringt, weil er hat ja mal so eine Durchhängerphase, kann man ja so quasi so sagen, wo er echt, da war er, hat er nichts hochgeladen, DE, nichts mehr gemacht, jeder dachte schon, er hat aufgehört, ist komplett. Und dann plötzlich wieder zack, hier, Comeback. Und er hat ja echt viele Klicks, also gibt sich auch relativ viel Mühe mit seinen ganzen Videos, mit diesen Overlays, die da reinspringen und alles. Auf jeden Fall cool gemacht. Ich glaube, das ist auch das gleiche Template, was Bibonato in seinen Videos hat. Das ist halt ein bisschen unverändert. Auf jeden Fall richtig cool. Ich weiß nicht, sowas brauche ich eigentlich ja nicht. Also ich glaube nicht, dass. Ich freue mich halt bei mir für was. Also dafür ist zu viele zu undankbar, die jetzt halt das Video disliken oder sowas. Und da möchte ich mir einfach dann nicht so viel Mühe machen damit. Ich habe mir jetzt ja schon eine neue Facecam gekauft. Ich habe krieg noch ein neues Intro, so viel ich weiß. Von Relix auch noch. Und. Ja, ich mache die Thumbnails und alles. Also ich habe mich schon meiner Meinung nach extrem gesteigert zu letztem Jahr. Aber so für, also komplett, also sag ich, mache das wirklich regelmäßig auf YouTube und bla. Dafür, ich weiß nicht, dafür ist mir im Moment gerade so ein bisschen zu viel rumgehate und bla. Und wenn du ein Video hochlädst, dann Dislike nach einer Minute oder sowas. Deswegen, wenn ich sehe, dass da mehr Interesse dran ist, dann werde ich mich auch wieder regelmäßig hinsetzen und werde da ein bisschen mehr Mühe investieren in das Ganze. Aber so, keine Ahnung. Ich mache es halt gerne für die Leute, die noch wirklich Bock haben, die sagen, sie sind noch meine Abonnenten, sie sind seit ewig lang schon dabei oder halt neu dazugekommen und trotzdem schauen sie halt die Videos, liken sie, bewerten sie, kommentieren. Für die mache ich das gerne und für die anderen, die ganzen Leute, die halt meinen, sie sind undankbar oder keine Ahnung, ich weiß ja nicht, warum ich so krass gehatet wurde in letzter Zeit. Es juckt mich ehrlich gesagt auch nicht. 80k Yang und eine Schweinenase hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ey, wieso? Wieso? Boah, auf jeden Fall schnell verdientes Yang. 80k ist auch echt eine Wucht. Unglaublich. Okay, gut, dann würde ich sagen, beende ich hier den ersten Part. Ich hoffe, dass ich es jetzt schaffe mit dem Zusammenschneiden. Ich muss mir auch angewöhnen, in die Kamera oben reinzugucken und nicht hier unten auf. Also da, warte, ups. Da unten irgendwo, da ist mein Bildschirm. Und ja, dann würde ich sagen, ich werde jetzt erstmal raus aus dem Video. Bis dann, haut da rein.